wir Tour, waren wir auch in der Nähe, wir waren auch in Holderbrunn. Also wir schauen, dass wir von Radio Niederösterreich uns aus St. Pölten, wo wir ja schon beheimatet sind, rausbewegen. Danke. Also wir heute sind deine ersten Kinder. Achso, los, Mariska. Das ist sehr aufmerksam. Danke. Ja, der Älteste, der ist 17, der fährt schon mit Auto. Der Mittlere, der war vorige Woche 13. Und der Neugeborene, der Lorenz, der ist jetzt genau 2 Wochen. Gestern war ich am Nachmittag kurz mit einem in der Badewanne. Und da ist ein Herr, denke ich, ist ein Kaiser von Österreich. Also das war da nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, 3 Buben, wunderschön. Die Steine-Musi hat uns allen schon damals in der Volksschule gefallen und heimlich haben wir das Musi-Spielen probiert. Dann später sind wir die Norm mit Moped zu die Festung fahren und was die Musi kann, das haben wir gespielt. Es war ein Wahnsinn, mit euch das wollen wir laut und deutlich sagen. Ihr habt so einen mega starken Young, in so viel Länder rausgedrungen. Echte Steirer, wie man's kennt, die sagen, wir pfeifen auf und drängt. Wir machen Musik, die im Herzen brennt. Es war ein Wahnsinn, mit euch das wollen wir laut und deutlich schreien. Und dass die Zeit so schnell vergeht, mit meinem Herrgott heut verzeihen. Jetzt stehen wir mal was tun wir so? Wir ziehen den Hut. Schon ist danke für Glück und macht's es gut. Schon ist danke für Glück und macht's es gut. La 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 la. Musikant im Trockenwald, das wollt ich immer mehr. Sagt man so schön im Sport. Die Elseher haben geschaut, dass sie jetzt auch in guter Stimmung sind. Danke, Fritz, weil du gesagt hast, ihr seid ja heute Abend noch im Buchberg beim Konzert. Seid müsst ihr nachher gleich nach der Sendung um 4 Uhr sofort weg. Sollen die Damen und Herren sie jetzt noch die Autogramme mit einer linkshändigen Unterschrift holen oder später getan? Ich sage immer ganz ehrlich und stolz, wie wir angefangen haben vor 25 Jahren, sind wir von Tisch zu Tisch gegangen und waren froh, wenn ein Autogramm von uns genommen hat. Wir warten, bis der Letzte sein Autogramm hat. Heute ist ein wenig ein Stau. Da über Wien. Kann man Wien umfahren? Müssen wir durch Wien zurückfahren? Nordbrücken abfahrt statt aufwärts stehen Sie auf der Prager Straße 20 Minuten im Stau vor einer Baustelle. Überlastet ist auch die rechte Wienzeile auf der Pilgramgasse. Radio für Viertel. Mit Radio Niederösterreich unterwegs. Mit Inge Winder. Kreuzworträtsel ist ein Ort mit 3 Buchstaben in Deutschland. Das kann nur La sein. Lander Thayer, und von dort begrüßen wir Sie alle recht herzlich. Die Straßen voller Leid und jeder schaut wieder auf. Als kann man die gerade direkt von der Area 51. Da redet nie auf einmal so ein Abi an. Ganz vorn auf dem Hut, die Musik im Blut, das muss ein Steirer sein. Ein Madel an der Hand, am guten Hausverstand, das muss ein Steirer sein.
Schreiner sei. Aber in Wald ab und zu, manchmal kriegen wir ne Kur, jo, das muss ein Schreiner sein. Leider hat kein Spanier, bei uns da tanzt man nur an Schuhe, Blattla, Lederhosen, grüner Rock. Und tut herum wie Agos Ruck. Tscha, 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 doch so schnell geht ihnen auf. Und irgendwann da hab ich's drauf. Und ich träum dann nur fürs Papa. Ich da tanz, da tanz, da 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 tanzings da. Weil ich da tanz, da tanz, da 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 tanzings da. Da tanzings da in Austria. Und alle Hosen schreien, hurra! War ich der Benz, der Benz, der Benzing Star. Dann war ich im Fernsehen auch. Und wenn ich Samstag in der Disco bin, hab ich in jeder Hand der Benzing Queen. Die Wilden Kaiser haben jetzt um den Sommer gesungen und die Sonne geht's auf. Die Wolken machen Platz für den blauen Himmel, herrlich. Perfekter Start, wie aus dem Atem besteht. Ingenieur Schulz, das Lebensraum Land um La gibt es seit 30 Jahren, also genauso 30 Jahren, 1986 gegründet. Damals gab es eigentlich noch den Eisernen Vorhang. Was war das Ziel dieses Zusammenschlusses? Also genau im Jahre 1986 war hier das Ende der Welt sozusagen, der Eiserne Vorhang, das hat ihn noch gegeben, organisiert und haben gesagt, wir organisieren uns gemeinsam. Und das Grenzland, wo es sehr schwierig war, als einzelne Gemeinde etwas zu machen, um gemeinsam den Tourismus und viele andere Dinge nach vorne zu bringen. Die Bestrebung ist, dass ja, die Leute hierher sich ansiedeln sollen, hierher kommen sollen und sich ansiedeln. Wie wird das jetzt heute, glaube ich, am Abend offiziell sozusagen in die... Unser Land auf der ganzen Welt bekannt und alle mögen uns gern, weil sie unser Musik hören. Die Musik kommt aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich. Die Musik kommt aus Österreich, es merkt doch jeder, ja. Die Musik kommt aus Österreich. Sind ihr übrigens noch Fans oder nur im Weinviertel? Ja, die Weinviertler sind ja für einen Steirer, ist schwierig, dass ich das jetzt sage, aber die gehören halt einfach zu einer der Besseren von ganz Österreich, es ist so. Es gibt vier Viertel und wenn wir ins Weinviertel kommen, dann haben wir einfach immer das Gespür, die Weinviertler sind die, was am meisten feiern. Das einzige Problem bei euch in La an der Deier ist das, mein Glasl geht so, wie es heißt. Es ist La. Aber es war nicht Deier, das muss ich auch sagen. Es war gut. Da kann ich jetzt nur antworten darauf, SS selber schuld, da gibt es so viele Angebote. Bier, wir haben eine Brauerei in La an der Deier, die Hubertusbräu, Weine aus dem Land um La. Musst schon bald am Schneeberg fahren oder hast du ein bisschen Zeit, eine kleine Runde zum Gehen, um dich von diesem umfangreichen Angebot zu überzeugen? Die Gefahr ist ja wie bei uns in Gamlitz, wenn du den Wein kriegst, der Bier trinkst, da kann sein, dass du da noch nicht schnupft. Wir sind ja auch leidenschaftliche Weintrinker. Und die Weinviertler haben ja auch einen unglaublich guten Wein, aber ich sage immer in Österreich, egal wo du hinkommst, wir haben unglaubliche Qualität. Ich darf mich freuen, wenn wir da mal auf die Nacht spielen dürfen. Auf die Nacht, da gibt es sicherlich wieder... Ich würde vorschlagen, Rudi Bunzel ist der Rudi Bunzel. Lasst euch was Gescheites einfallen dabei. Ja, der Vorteil auf die Nacht ist, man sieht meine Bräune bei den Haxen nicht so gut. Ich schock gefahren. Nein, wir waren heuer zum ersten Mal da bei den Zwiebelfest, dass die Festler oben gut sind. Wir sind ja nächstes Jahr in Schwartenberg sind wir zu Gast bei diesem Weingossenfest. Dann sind wir Stockerau, waren wir schon oft. Es ist ja die Gegend da oben, Mistelbach, unglaublich schöne.
Aber was da heute schon in der Uhrzeit los ist, das finde ich großartig. Und ich glaube, wenn es weiter so mitspielt, dass wir da einen wunderschönen Niederösterreicher Steirerabend zusammenbrachten. Ich darf mich freuen. Wir nehmen ein wenig Kerner mit und du die Zwiebel, passt das? Okay, dann machen wir ein gescheites, cooles Spaß. So, danke dem Fritz, danke den Edelseher. Bitte, Servus. Viel Spaß, gute Einfahrt. Und ich darf bei mir auf der Bühne begrüßen den Direktor der Volksbank Weinviertel, Rudolf Rinner, und unseren heutigen Stargast, Andreas Goldberger. So, der Andi mit einem super Telemark kommt da auf die Bühne. Das ist der Tobias. Den kannst du dann irgendwann einmal mitnehmen zum Goldi Cup, auf das kommen wir noch zu sprechen. Also, im Hause Goldberger hat sich einiges getan seit das letzte Mal in Labor. Wir gratulieren dir natürlich an dieser Stelle, aber du viel Kraut gegessen hast, noch einmal zur Hochzeit, zu deiner Astrid. Ich kann mich erinnern, ich habe gefragt, wann ist es soweit? Naja, sie weiß es nicht genau. Ich gratuliere natürlich auch zum jüngst aussehendsten Papa, weil wir der Alexander auf die Welt kommen, wie es dann die Zeitung geschrieben, der Bursch schaut jetzt schon öd aus, als wie der Vater. Er ist schon fast schwerer wie ich. Und wenn man die so anschaut, ist er das keine Kunst, nicht? Und ich habe mich da wirklich sehr eine, und es wäre ein Traum, wenn uns das gelingen würde, dass wir einfach auf den Rutsch. Die Stadtkapelle Landerteil unter der Leitung von Kapellmeister Michael Dorn.